uns, die, die im Übermaß nahezu verschwenderisch leben, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir den Menschen in Afrika helfen. Afrika ist gebeutelt von Armut, Krankheiten und Hungersnot. Und Humanity First hatte sich zur Aufgabe gemacht, dieses Leid zu lindern. Auf dem Programm dieser Reise standen mehrere sogenannte Medical Camps. Verteilung von Fischernetzen, Schuluniformen und Schulbänke in Benin, Niger und Togo. Los ging es am nächsten Tag nach unserer Ankunft. Das Team wurde aufgeteilt, während die eine Gruppe bestehend aus Dr. Ahmed Imran, Dr. Asim Mahmoud, Rashid Gudat nach Lekosa an der Grenze von Togo fuhr, brach die andere Gruppe bestehend aus Dr. Atta Zubair, Kasim Unger, Hamayu Salim, Dr. Amba Chaudhry und Dr. Farhana Maksud nach Ketu im Norden von Benin auf. Für viele war es die erste Begegnung mit Afrika. Sie werden in den folgenden Wochen mit Szenen konfrontiert, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Die Gruppe war gespannt darauf, was ihnen in den nächsten 2 Wochen bevorstand. 14 Tage ohne Pause durch 3 Länder und Klimazonen, stundenlanges Reisen durch unwegsames Gelände und jeglicher Gefahr trotzen, zu Lande und zu Wasser und jeden Tag Medical Camps. Manchmal mit bis zu 800 Patienten pro Tag. Am nächsten Tag stand ein Besuch des Dorfes Ganvier in der Lagune von Cotonou auf dem Programm. Der einzige Weg, dieses Dorf zu erreichen, war der Wasserweg. Die Gruppe nutzte die 45-minütige Überfahrt, um die neu gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten und sich ein wenig zu erholen, denn schließlich waren alle seit 48 Stunden unterwegs. Für die Fischer von Gavier ist der Fischfang in der Lagune die Haupteinnahmequelle. Trotzdem gibt es viele Familien, die sich keine Netze leisten können. Oder ihnen fehlen die nötigen Mittel, um ihre kaputtgegangenen Netze zu reparieren. Der Empfang durch die Dorfbewohner war herzlich. Sie kamen der Gruppe entgegengefahren und führten uns durch das Dorf. Erst ein Rundgang durch das Dorf zeigte, unter welchen Umständen die Menschen leben. Sie hausen in Holzhütten, Weltblechhäusern. Meistens ist ein Dach und Wände die einzige Einrichtung. Das Trinkwasser wird mit Booten aus der Stadt geliefert. Man hat den Eindruck, der Zeiger der Zeit sei hier vor einigen Jahrhunderten stehen geblieben. Die Menschen können, auch wenn sie wollten, nicht wegziehen. Wovon sollen sie leben? Sie kennen schließlich nichts anderes als die Fischerei. Nachdem die Netze im ersten Dorf verteilt waren, machte sich ein Teil der Gruppe auf den Weg zum zweiten Dorf, wo auch Fischernetze verteilt wurden. Die Freude und Hoffnung stand den Einheimischen ins Gesicht geschrieben. Leider blieb den Helfern nicht viel Zeit, denn am selben Abend flog ein Teil von ihnen ins benachbarte Niger. Das zweite Team von Humanity First bereitete sich auf die Fahrt von Niamey, der Hauptstadt von Niger, nach Birnikoni im Süden des Landes vor. Hier fand das erste Medical Camp von insgesamt 3 in Niger statt. Niger wird oft mit Nigeria verwechselt. Vielleicht liegt es daran, dass beide Länder benachbart sind.
Aber außer den Namen haben die beiden Länder nichts gemeinsam. Denn während Nigeria das ölreichste Land Afrikas ist, ist Niger das ärmste Land der Welt und lässt sogar Länder wie Somalien und Ruanda hinter sich. Lediglich der Süden des Landes bietet Boden für Landwirtschaft. Der Rest des Landes besteht aus Wüste oder ist weitgehend trocken. Wasser ist hier eines der kostbarsten und knappsten Güter. So kostbar, dass man es unter Verschluss hält. Vielen Dörfern fehlt der Zugang zum sauberen Trinkwasser. Das Gebiet ist durchsät mit ausgetrockneten Brunnen. So geht es auch dem Dorf Dohalem nahe der Stadt Birnikoni. Dessen Bewohner müssen täglich bis zu 5 Kilometer oder mehr zurücklegen, um Wasser aus dem nächstgelegenen Brunnen zu schöpfen. Und selbst wenn es einen Brunnen in der Nähe gibt, so lässt die Qualität des Wassers zu wünschen übrig. Man kann als Europäer sich gar nicht vorstellen, was für ein Trinkwasser sie trinken. Das ist nämlich verdreckt und man kann eigentlich manchmal kaum durch das Wasser durchgucken, so dreckig ist es. Die geografische Gegebenheit und die Tatsache, dass das Dorf sehr abgelegen von der Hauptstraße ist, erschweren die Bebauung eines Brunnens. Oft genug wurden die Behörden darauf angesprochen. Wir haben den Behörden oft genug gesagt, dass wir einen Brunnen brauchen. Nein, bis jetzt hat noch niemand reagiert. Humanity First besichtigte das Dorf, um sich ein genaueres Bild davon zu machen. Die Bewohner setzten große Hoffnungen darin, dass Humanity First ihnen hilft, an etwas zu gelangen, was für unser einer selbstverständlich ist. Sie beten und hoffen, dass Humanity First eines Tages mit den Mitteln zur Schöpfung des Trinkwassers zurückkehrt. Die Ärzte von Humanity First arbeiteten zudem unermüdlich Tag und Nacht auf ihren Medical Camps. Jede auch nur erdenkliche freie Minute wurde im Dienste der Hilfsbedürftigen genutzt. Wir haben kein Papier mehr, also nehmen wir die Rückseite des Blocks, um die Medikamente für die Patienten aufzuschreiben. Es sind einfach zu viele. Selbst während der nächtlichen Fahrt von einem Camp zum anderen in der nächsten Stadt wurde genutzt, um sich auf die jeweiligen medizinischen Probleme optimal vorzubereiten. Denn diese waren von Gebiet zu Gebiet anders. In Benin hatten wir eigentlich Patienten, das waren sehr junge Patienten, Kinder und im Säuglingsalter. In Niger ist eigentlich ein ganz spezieller Fall. Da haben Menschen überwiegend Probleme mit ihren Gelenken. Dann haben sie Probleme. Man muss auch mal in diesem Zusammenhang auch die Sache sehen, dass sie dort alle schlecht ernährt sind, weil sie einfach auch nicht dort genug und nicht nahrhaftes Essen haben. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und ich habe kaum einen Patienten in Niger gesehen, das nicht Augenprobleme hatte. Fast jeder zweite Patient hatte dort Augenprobleme, so weit fortgeschritten, dass es operiert werden musste. In Togo, erstaunlicherweise, die Patienten heute, die wir, oder in den letzten Tagen, die wir behandelt haben, das waren Hochblutdruckpatienten, es waren Patienten mit Kreislaufproblemen im Sinne von, dass sie Anämien haben, Blutarmut sozusagen, und Herzprobleme. Sehr junge Patienten, 20 Jahre alt bis 40 Jahre alt, dass sie schwerwiegende Herzprobleme haben. Das ist mir auch aufgefallen. Natürlich, man behandelt hier und dort saisonelle Krankheiten auch, aber in Togo ist hauptsächlich das Problem Kreislauf. Und so wie in Niger, auch, also auch in Togo, sogar